Hey zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein Kollege von mir hat mich angesprochen, dass er jetzt einen Motorradführerschein machen möchte und hat mich gefragt, was es denn im Vorfeld jetzt Interessantes zu wissen gibt. Das ist meiner Meinung nach eine ganze Menge. Deswegen verpacke ich das Ganze in ein paar Videos, in mehreren Schritten. Wenn du Interesse daran hast, bleib gerne dabei. Du gehst durchs Intro und ich suche mir einen ruhigen Parkplatz. Ab geht's. Das sieht doch ganz gut aus hier. Okay, here we go. Ich habe das Motorrad jetzt auf dem Seitenständer abgestellt. Das ist der Kollege da unten, der die Maschine jetzt vor dem Umfallen bewahrt. Es gibt zu dem Seitenständer noch einen Zentralständer, der sich mittig unter der Bude befindet. Das wird dann nicht abgestellt, sondern aufgebockt. Okay, wir starten erstmal mit den Basics. Was habe ich an der Maschine alles? Wir fangen hier unten mal an. Das ist der Schalthebel. Der ist über dieses Gestänge direkt mit dem Getriebe verbunden. Im Gegensatz zum Auto kann ich die Gänge nicht direkt anwählen, sondern kann jeden anliegenden Gang nur direkt anwählen. Angesiedelt ist das, wie hier jetzt zu sehen, neutral. Nach unten den ersten Gang, dann nach oben 2, 3, 4 und 5. Andere Maschinen haben noch einen sechsten Gang, hat die Sportster hier nicht, ist spezifisch dann halt für die Maschine. Auf der rechten Seite haben wir hier die Fußbremse, wenn ich darauf trete, wird über dieses Gestänge direkt die Hinterradbremse angesprochen. Es gibt Maschinen, bei denen es tatsächlich schon egal ist, ob ich die Handbremshebel nutze oder den Fußbremshebel nutze, denn eine Elektronik steuert dann die Vorderrad- und Hinterradbremse separat an. In diesem Fall ist das nicht so. Wenn ich vorne rein ankere, dann blockiert vorne das Rad. Wenn ich hinten drauf latsche, wird hinten gebremst. Alles weitere Wichtige befindet sich jetzt hier vorne am Lenker. Wir haben hier vorne Tasten für das Display im Tacho, das ich durchschalten kann. Die Hupe. Das Fernlicht sowie die Lichthupe und den Blinker links. Andere Maschinen, ich blende dir mal die Z650 von Kawasaki für ein Beispiel ein. Da ist unter der Blinker angegeben, der Blinkerschalter für links und für rechts. Bewege ich den Schalter nach links, wird der linke Blinker eingeschaltet. Bewege ich den Schalter nach rechts, wird der rechte Blinker eingeschaltet. Und wenn ich auf den Schalter drauf drücke, schalte ich den Blinker wieder aus. Das ist an dieser Maschine anders, spezifisch von Harley-Davidson. Ich habe den linken Blinker auf der linken Seite und den rechten Blinker auf der rechten Seite. Das ist für Fahrer, die länger schon unterwegs sind, ein bisschen ungewohnt, mit der rechten Hand noch Schalter zu bewegen, während ich das Gas kontrolliere. Muss man sich mal dran gewöhnt haben. Dazu weiter auf der rechten Seite. Ich habe hier meinen Kill-Switch, also meinen Notausschalter, sowie den Starterknopf und das Warnblinklicht. Ich muss eben tatsächlich überlegen, wie das Ding heißt. Dann weiter die Hebelage. Auf der linken Seite habe ich die Kupplung und auf der rechten Seite die Vorderradbremse. Darunter meine zwei Spiegel. Bei vielen Maschinen sind die dann halt oben angebracht. Die Sportster hat sie unten. Für mich gar nicht so schlecht, denn ich schaue unter meinem Arm nach unten durch. Wenn du dir meine anderen Videos ansiehst, dann kannst du dir ein Bild davon machen, wie der Blickwinkel dazu ist. Wenn das unangenehm ist oder man halt nicht an sich vorbeigucken kann, kann man die Spiegel halt auch umbauen. Es gibt Kits oder direkt die Möglichkeit, die dann hier oben anzusetzen. Dann sitzt das da. Okay, dann wollen wir uns mal auf die Maschine schwingen. Für einen sicheren Stand greife ich an den Lenker und stelle meinen linken Fuß neben den Seitenständer. Mein rechtes Bein schwinge ich über die Maschine und nutze meine Bewegung aus, um auf der rechten Seite den Lenker runterzudrücken. Und während ich mich über die Maschine bewege, ziehe ich die Maschine mit, richte sie auf und setze mich hin. Man kann ein Motorrad jetzt auch im Nachhinein, wenn man mittig steht, noch hochziehen, aber bei schwereren Maschinen sollte man tatsächlich so das eigene Körpergewicht und die Bewegung nutzen, um die Maschine einfach mitzunehmen. Mit dem linken Fuß
klappe ich jetzt den Seitenständer ein und ich habe links und rechts mit meinen Beinen auf dem Boden einen sicheren Stand. Mit meinem Hintern und mit der Hüfte kann ich jetzt, das sieht vielleicht ein bisschen blöd aus von außen, aber kann ich die Maschine immer so ein bisschen in Waage halten. Wenn ich merke, sie kippt nach links, kann ich das mit der Hüfte immer so ein bisschen austarieren. Sollte die Maschine zu weit kippen, wird sie aufgrund des hohen Gewichts ziemlich schnell fallen. Sollte die Maschine fallen und du merkst oder weißt, du schaffst es nicht, sie abzufangen, spring auf die andere Seite ab. So bleibst du sitzen, die Maschine nimmt dich mit, wird sie dein Bein auf jeden Fall einquetschen. Also zwischen Boden und Motorrad liegt dein Bein und es ist dann ziemlich schwierig, da wieder herauszukommen. Also solltest du es nicht schaffen, die Maschine halten zu können und sie kippt beispielsweise nach links, dann siehst du zu, dass du nach rechts wegkommst, damit du nicht eingeklemmt wirst. Andersrum kippt sie nach rechts, siehst du zu, dass du nach links wegkommst. In Ordnung, wenn du die Maschine jetzt also senkrecht halten kannst, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wir wollen uns das erste Mal mit dem Motorrad bewegen. Wir halten uns dazu am Lenker fest und bewegen uns ein paar Schritte rückwärts und vorwärts, um zu erfahren, wie sich die Maschine verhält, wenn sie sich bewegt. Das heißt, wenn sie ein bisschen kippt, wenn sie rollt, vorwärts, rückwärts. Ich gehe ein paar Schritte zurück und gehe wieder ein paar Schritte vorwärts. Beim Richtungswechsel merkst du, wie viel Kraft nötig ist, um den Richtungswechsel dann halt zu vollziehen. Dadurch merkst du auch, wie schwer die Maschine ist und wie viel Kraft nötig ist, um das ganze Ding immer in Waage zu halten. Mach das ein bisschen. Geh ein bisschen mit dem Motorrad spazieren. Schlag rechts ein, fahr gerade, schlag links ein, geh ein bisschen rückwärts im Kreis und erfahre, wie sich die Maschine verhält. Eine interessante Erfahrung dabei ist es, zu merken, wie sich das Motorrad verhält, wenn du den Lenker eingeschlagen hast und die Vorderradbremse ziehst. Das Motorrad will aufgrund der physikalischen Gegebenheiten weiter geradeaus. Schlägst du den Lenker ein und bremst, wird die Maschine in die Richtung fallen. Na? Hast du das 2-3 Mal gemacht und kannst das abfangen, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Okay, damit sind wir dann soweit startklar. Um den Bock zu starten, haben die meisten Maschinen hier vorne einen Zündschlüssel verbaut, wie du es vielleicht auch aus dem Auto kennst, der entgegen dem im Auto aber nicht über Zündung zum Motorstarten genutzt wird, sondern auf dem nur die Zündung eingeschaltet wird. Ich habe das in diesem Fall nicht, denn die Sportster hat ein keyless starting system. Das heißt, der Schlüssel befindet sich in meiner Tasche und über einen Druck auf den Killswitch starte ich die Zündung. Die Harley begrüßt mich direkt mit vielen bunten Lampen. Im Grunde genommen ist die Bedeutung ziemlich einfach rauszulesen. ABS blinkt, weil das ABS-Steuergerät von den Rädern noch keine Informationen hat, weil wir uns nicht bewegen. Die Motorkontrolllampe ist an, weil das Ding noch nicht gestartet ist. Deshalb auch unten die rote Öllampe. Die signalisiert einen niedrigen Öldruck. Die sollte auch ausgehen, wenn wir den Motor gestartet haben. Tut sie das nicht, haben wir ein technisches Problem. Darauf gehen wir dann aber später ein. Das grüne N unten in der Mitte zeigt mir, dass aktuell kein Gang im Getriebe eingelegt ist. Wir befinden uns also in Neutral oder Null, dafür das grüne N. Daneben habe ich noch Kontrolllampen für das Fernlicht, ne, sowie Blinker links und Blinker rechts. Dieser Aufbau ist jetzt spezifisch für die Harley. Beispielsweise wieder die Z650, die sieht das Cockpit ein bisschen anders aus. Es ist alles digital gehalten, aber grundlegend ist es genauso abzulesen. Okay, um starten zu können, drücke ich jetzt hier unten unseren Start-Button. Es kann nichts passieren, denn der Antriebsstrang ist vom Motor getrennt, da im Getriebe hier vorne zu sehen, nochmal kein Gang eingelegt ist. Na, es kann also nicht losruppen. Ich starte, indem ich drauf drücke. Oh,
Und da ist das Zittern in meiner Stimme wieder. Liegt nicht an mir, es sind die Bewegungen aus dem Motorrad, die mich dann halt so ein bisschen schütteln. Okay, um losfahren zu können, werde ich jetzt hier vorne mit der linken Hand den Kupplungshebel ziehen, um mit dem linken Fuß einen Gang einlegen zu können. Einmal nach unten, der erste Gang ist eingelegt. Das Knallen ist nicht auf einen Defekt zurückzuführen, sondern liegt an der Viskosität des Öls im Getriebe. Auf Technik gehen wir dann später aber nochmal ein. Meinen Fuß nehme ich wieder runter, um einen sicheren Stand zu haben. Und mit der rechten Hand halte ich mich am rechten Handgriff fest. Ich gebe noch kein Gas. Wir wollen jetzt bloß erstmal den Schleifpunkt der Kupplung finden. Ich lasse die Kupplung ganz leicht los. Und in dem Moment, in dem ich merke, dass das Motorrad nach vorne will, habe ich den Schleifpunkt erreicht. Das heißt, die Kupplung schleift und der Kraftschluss wird hergestellt. Um stehen bleiben zu können, ziehe ich die Kupplung wieder. Der Kraftschluss ist nicht mehr vorhanden und das Motorrad steht frei. Siehst du, ich kann vor- und zurückschieben. Merke dir auf jeden Fall, dass wenn du in eine Gefahrensituation jetzt gleich kommst, die Maschine nicht mehr unter Kontrolle hast oder merkst, es verlässt deine Komfortzone, zieh die Kupplung und greif in die Bremse. Gegen anderen Situationen, in denen du sagst, oh, ich lasse das Ding los, weil sonst passiert was, musst du hier tatsächlich zupacken, weil sonst passiert was. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Kommst du in eine Situation, die deine Komfortzone verlässt, greif links und rechts zu, beide Beine fest auf den Boden und dir kann nichts passieren. Okay, ich greife jetzt also nochmal den Kraftschluss auf. Wir wollen mit der Maschine langsam vorwärts fahren. Ich werde wieder zu keinen Gas geben. Ich halte mich hier rechts nur fest, lasse links die Kupplung ganz leicht los. Und die Maschine will nach vorne. Ich laufe jetzt hier unten ein bisschen mit. Okay, die Maschine fährt. Die Kupplung ziehe ich wieder, greife in die Bremse, beide Beine fest auf dem Boden und ich stehe. Ich kann nicht umfallen, weil ich meine Beine hier unten habe. Ich fahre nicht mehr nach vorne, weil ich die Kupplung gezogen habe. Und ich kann auch nicht wegrollen, weil da vorne die Bremse gezogen ist. Okay, soweit? Gut, nochmal. Ich lasse links die Kupplung langsam kommen, bis ich den Schleifpunkt erreiche. Laufe noch mit. Solange ich nicht eine Geschwindigkeit habe, in der sich das Motorrad von alleine verhält oder ich nicht sicher bin, dass ich nicht umfalle. Jetzt lasse ich die Kupplung langsam los. Ich habe immer noch keinen Gas gegeben. Der Kraftschluss ist jetzt 1:1 hergestellt. Und da ist in meiner Stimme wieder. Und die Maschine fährt vorwärts. Wenn ich jetzt wieder stehen bleiben möchte, linke Hand, rechte Hand, beides gezogen, Beine runter und ich stehe. Okay, noch einmal. Kupplung langsam loslassen, den Schleifpunkt finden, die Maschine will los, halten, langsam weiter, wir fahren. Ich habe jetzt beides losgelassen, Maschine fährt. Da wir eine niedrige Geschwindigkeit haben, ist das Ganze kippelig. Ich empfehle dir nicht, den Lenker loszulassen, solange du das Ding noch nicht unter Kontrolle hast. Okay, um stehen zu bleiben, hier schön vor der Kamera, bupp, ich habe ein Bein runtergenommen. Du solltest am Anfang beide Beine runternehmen, um einen sicheren Stand zu garantieren. Angehalten habe ich mit der rechten Handbremse. Links habe ich gezogen, um den Kraftschluss zu öffnen. Ich werde jetzt mit dem Wahlhebel, Gangweilhebel, Schalthebel, nenne ihn wie du möchtest, das Getriebe in Null stellen. Dazu ziehe ich eine halbe Umdrehung hoch. Im Display erscheint dann das grüne N. Und in dem Moment, wo ich keinen Gang eingelegt habe, kann ich die Kupplung loslassen, ohne dass die Maschine nach vorne will. Ist ein Gang eingelegt, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte oder auch sechste, du lässt die Kupplung los, will die Maschine nach vorne. Ich schalte aus, indem ich bei mir den Kill-Switch
drücke, andere Maschinen über den Schlüssel nach links rum, Zündung aus, heißt auch Motor aus. Dann lass uns jetzt absteigen. Mit dem linken Fuß suche ich hier unten den Seitenständer, drücke den nach vorne raus. Ich persönlich gebe dem Ganzen noch einen Tipp und halte meinen Fuß dann dagegen. Ich rolle ganz leicht rückwärts, um den Ständer am Anschlagpunkt zu halten. Die Schleifspuren da, die sind übrigens nicht von mir. Um jetzt abzusteigen, erinnere dich an das Aufsteigen. Wir machen das Ganze nur rückwärts. Zusätzlich dazu halte ich meinen Fuß hier und den Ständer leicht dagegen. Ich will ihn nicht abtreten, sondern nur auf dem Anschlagpunkt halten. Jetzt richte ich mich auf, lasse die Maschine links auf den Ständer kommen, ziehe sie dabei leicht nach hinten, um sie am Anschlag zu halten, stelle sie auf den Ständer, mein rechtes Bein rüber und ich bewege mich weg. Das war's. Die Maschine steht sauber und heile. Okay, sauber lassen wir dahingestellt. Aber die Maschine steht heile und sicher auf ihrem Ständer. Wenn wir im Gefälle stehen, haben wir da noch Besonderheiten zu beachten. Darauf gehen wir dann aber später ein. So viel also in diesem Video zu den Basics des Motorradfahrens. In den nächsten Videos gehen wir dann auf die nächsten Schritte ein. Ich denke, das reicht fürs erste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schenkt mir dafür gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das geholfen hat. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um Notifications zu erhalten, wenn ein nächstes Video hochgeladen wird. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Dankeschön. Deuces.